Das war Putzi mit It's a Long Way to the Frontline. Hallo und herzlich willkommen zur Warden-Wochenschau. Wir haben leider traurige Neuigkeiten. Die Warden bzw. das Oberkommando der Wardens musste eine bittere Entscheidung fällen. Damit der Krieg endlich zu einem raschen Ende kommt, musste eine unserer seltenen Atomraketen benutzt werden. Diese wurde auf Endless Shore geschossen. Endless Shore wurde dem Erdboden gleichgemacht und die Collies erlitten drastische Verluste. Leider wird diese Stadt nie wieder so sein wie vorher. Die radioaktiven Trümmer werden ein Zeugnis für die Zukunft zeigen, dass Krieg auch seine Kosten hat und Freiheit niemals ohne Opfer erlangt werden kann. Nun zu erfreulicheren Nachrichten. Unsere eigenen Truppen können immer weiter vorrücken und die Feinde weiter zurückdrängen. Trotzdem war dieser schwere Schlag nötig, um den Krieg etwas früher zu Ende zu bringen und weitere Verluste zu vermeiden. Schließlich sind in den letzten Stunden über... Es ist schwierig auszusprechen, aber der 2-millionste Tote wurde vor wenigen Stunden bekannt gegeben. Diese horrenden Verluste müssen leider sein, damit der Frieden endlich einkehren kann. Nach diesen bitteren Nachrichten gehen wir jetzt direkt zur Front und begleiten wieder unsere Truppen, die den Feind weiter in seine eigenen Reihen zurückdrängen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und damit einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Und herzlich willkommen. Wir sind zurück bei Foxhole. Die Original-Wochenschau, Nasenklammer, könnt ihr im Fanshop für 14,99 erhalten. Das ist aber auch der Sale-Preis per Conti. Das ist der Sale-Preis. Original gibt's die für 19,99. Kommen wir jetzt zu etwas Erfreulicherem. Die Kriegsanleihen sind 10% billiger. So, nach der Propaganda kommt die Propaganda. Ich entmute uns mal und dann schauen wir mal, wo die Reise heute hingeht. Hallo. Hallo. Ich vermute, in Ashtown sammeln? Ja, ich weiß noch nicht, was wir machen. Ja. Also, ich mache gerade noch eine Lieferung von Patridia nach Cerberus. Die brauchen dringend B-Mats. Ich bin gerade angeschrien worden, warum ich keine B-Mats bringe. Was nicht dein Job ist. Ja, wenn ich Lotto mache. Zurückgeschrien. Ja. Als ob Herr Conti mal nicht zurückschreien. Wo gibt's Foxhole günstiger? Auf Steam. Ich habe gehört, dass bei der nächsten Warden-Wochenschau der Moderator ausfällt und Juri spontan eingesprungen ist. Nein, Juri hat seinen anderen Platz. Juri wird vielleicht irgendwann Nachrichtenberichterstatter für die Collies. Oder ein Kriegsgefangener. Wir werden es erleben. Ah. Avil. Ach ja, da war noch gerade was von Kriegsanleihen 10% günstiger. Oh, dass es in Ashtown mal ruhig ist. Ich höre keinen Truck. Ja, gerade eben, wo ich davor los bin, auch. Das war irgendwie gespenstisch. Na, sind halt alle vorne an der Front. Wir brauchen Kartoffelkanonen? Warum brauchen wir Kartoffelkanonen? Hallo erstmal alle miteinander. Ich gehe euch jetzt nicht einzeln durch, weil ansonsten sitzen wir morgen auch noch hier. Freut mich, dass ihr so zahlreich eingeschaltet habt.
Ich habe den Clip gemacht, um den ich gestern gebeten habe, habe ich schon gesehen. Dankeschön. Oh, Wardens F. Wir haben eine Stadt genommen. Und welche? Okay. Oh. Warum stehe ich am Seaporn? Das weiß ich nicht. Vorne geklickt? Nee. Gerade eben lief er bei der Raffinerie rum, da habe ich ihn gesehen. Naja. Ich habe einen Schlenker gemacht. So, Maschinenpistole, Fernglas, Gasmaske. Ist doch egal, wohin es geht, Hauptsache es gibt einen feindlichen Hafen. Ja, Artillerie wird heute nix, da bin ich nicht drauf vorbereitet. Da sind wir, glaube ich, auch mit vier Leuten ein bisschen wenig, oder? Vor allen Dingen gibt es die Frontsituation aktuell nicht her. Überall stehen diese Haubitzenbunker. Ich tendiere zu zwei eindeutig Nicht-Stucks. Oh. Oh, okay. Hat der da was vorbereitet? Ja, ich überlege, die jetzt zusammen zu hämmern. Gestuckt haben wir noch nicht. Gehetzert haben wir auch noch nicht. Ja, es kann nicht gleichzeitig nicht die Stuck und gleichzeitig nicht der Hetzer sein, also. Ja. Das ist ein bisschen von beiden. Ich klüte jetzt einfach mal so ein Ding zusammen und dann gucken wir uns das mal an. Okay, klingt nach einem Plan. Dann komme ich mal zur Dingens. Und zur Garage komme ich dann auch. Nehme mir erstmal eine Panzeruniform. Oh nein, das wird mein Inventar killen. Muss ich das hier? Ich vermute, B-Mats brauche ich jetzt noch nicht in die Tasche stecken. Nein. Was haben die hier vor? Die haben jetzt 6000 B-Mats und sagen immer noch, sie brauchen noch mehr. Viel hilft viel, Beckondi. Oh. Du weißt doch, wie schnell 6000 B-Mats weggehen. Hast du die 100 reingesteckt? Ja, damit du mir hämmern kannst, okay. und nicht hier zu gucken brauchst. Wusste, dass ich was vergessen habe. Der Warden-Kommissar überwacht hier die Arbeiter, die unerlässlich einen Panzer zusammenknöppeln. Du hast die Wardenwochenschau verpasst, Neuser, ja. Hallo. Und das ausgerechnet vor der Beerdigung. Mein herzliches Beileid. Ich fahre den mal weg. Sonst stehe ich hier nur nutzlos in der Gegend rum. Ich weiß gerade nicht, was das Ding für eine Reichweite und Munition braucht und. Sage ich dir gleich. Aber es fährt sich schon mal scheiße. Ich glaube. Das ist nicht 68, oder? Ich glaube, das hat 68, aber ich sag's gleich. Komm, Oja, wir klüdern einfach einen zweiten zusammen, was soll schon schief gehen. Ja. So, er braucht 68er. Ah, da haben wir genug von. Und ist ein Dreisitzer. Soll ich schon mal Richtung Seaport und anfangen, Kanonen zu laden, oder sind die anders versteckt? Nee, muss aus unserem Stockpile nimmst du dir eine ein oder zwei Kisten raus und packst sie dann in die Bunkerbase. Alles klar.
68 sind noch keine drin. Was, bei uns im Stockpile? Klar. Nein, hier in dem Bunker. Ach so. Gott. Nee, für einen Jagdpanzer 4 ist der zu hoch. Außer also ist die Form eindeutig Hetzer. Hast du noch was, mein Sement? Ja, ich bin mal fertig. Du kannst ja gleich wegfahren. Okay. Fährst auch zum Hafen und stellst dich erstmal beiseite, ne? Copy. Könnt ihr auch schon mal Squadlock nennen. Hab ich schon. Bin vorbereitet. Und nochmal so locken, weil sonst. Nee, ja, doppelt gemoppelt. Passiert, denke. Ich habe nicht drauf geachtet, wie viel Sprit ich. Ja, tanken können wir nachher sonst auch noch. Seaport, gib mir. Schleppst du schon eine Kiste per Gondi? Per Gondi redet nicht mit jedem. Wolltest du die von Hand da hoch? Ja. Die paar Meter kann ich doch wohl laufen. So will ich mir eben eine Kiste raus und lauf das Stück. Ja, nimm zwei. Ich glaube 20 sind in einer Kiste drin. Also vier insgesamt, dass wir da für beide Panzer 40 Schuss erstmal haben. Was sei denn, du hast jetzt natürlich schon in der Bunkerbasis. Mein LKW da haben es auch nicht schlecht wegen schnell pullen und so. Machst du gerade noch ein Flatbed zusammen? Das hast du sehr gut erkannt. Moment, ist doch bei. 20 Schuss sind in einer Kiste drin. Machst du per Conti dann den Rest? Oder was ist jetzt dein Plan? Warte, guck einfach in den Bunker rein. Kommunikation ist wichtig. Alles klar. Da muss ich nicht mehr laufen. Oh, da hat er ein bisschen genau was rein. Genau, das war der Hintergrund. Sind noch genug im Public auf jeden Fall. Wir müssten fast 30 Kisten da haben, wenn nicht sogar noch mehr. 68 waren drin. Was, Kisten? Ja. Im Public. Nein, in unserem Lager. Ach so, ja, wir haben einfach aus dem Public. Also, ich habe aus dem Public geklaut. Ich weiß nicht, wo per Conti seine her. Ich möchte die Aussage verweigern. So, ich lade eben die Kanone. Genau, so. Ich lade eben den LKW mit Mumpeln voll. Noch mal eben Platz in meinem Inventar. Armstücks. Irgendwie sieht das aus wie ein Hetzer auf dem Laufwerk von einem AL-44. Das kann durchaus sein. Die sind hier ja zusammengewürfelt. Sind ja absichtlich keine echt existierenden Panzer, weil ansonsten lockst du eine Klientel an, die du nicht haben willst. Ja, aber der Hetzer hatte doch eine Panzerung von. Und da kommt die 68er nicht durch, weil. Und bla. Ich möchte nicht wissen, wie viele genauso trotzdem noch argumentieren. Naja. So, ist gerade jemand am Bunker dran? Ja. Yep. Macht euch bereit. Ich hab schon tapfere 8 Granaten im Dingens drin. Alles klar. Darf halt nur keiner von den anderen, die da spawnen, jetzt auf Submit Stockpile drücken. Dann ist das so. Ich meine, die können ja auch direkt aus dem LKW rausnehmen, per Conti. Könnten sie? Versteht aber nicht gut. So, wollte auch mal meckern.
Ich klaue aus dem Panzer. Aus dem LKW. Aus dem Panzer, das erfüllt nicht das Ziel. Ich klaue es aus dem Panzer. Ich klaue es bei Moja und pack's bei mir rein. Gucken, wann das merkt. Moja merkt ja, wenn uns die Munition vor denen ausgeht, Peng ruft. Ja. Genau, simulieren. Peng ist wichtig. Ja, das ist ein piratischer Hetzer. Ein Arl. Ein piratischer Hexer, auch nicht. Ja. Ein Hexer auf den Scheiterhaufen. Wie viel sollen wir denn laden? 40? Pro Panzer? Ja, erstmal. Dann schreiben wir alle nach Mopel. Ich zieh mich kurz selbst aus. Bin gleich fertig, kann den gleich helfen. Ach, der Neuser. Der mir lässt. Ach, Moja. Das war kein Achmoja-Moment. Darf nur Achmoja sagen, wenn es auch passt. Außerdem kommt das nicht vom Neuser. Kommt von Frau Klopapinguin. Genau. Das ist wichtig. Hansman. So, Bunker bereithalten. Ready. So, jetzt habe ich 40. Gut, andere anderer Panzer? 17. Alles klar, dann helfe ich dir. Was denn LKW? Gerade leer, aber gleich kommen wieder drei. Jetzt. Ich zieh so lange aus, aber es ist noch aus. Ja, genau, wieder zurückschaufeln, das ist. Das ist schlau. Wow! Den habe ich auch gerade erst gelesen. Danke! Ich lese ihn nicht laut vor. So, 7 Schuss wieder im LKW. Ja, ich mach jetzt eben meine Meta noch mal. Please don't run me over. Moja, wie viel haben wir? 32. Ja, warte. Ich pack 10 in den Bunker. Gut. Mehr brauchen wir nicht, oder? Nee. Frag ich den LKW mal wieder ein. Oh. Oder soll ich mit dem LKW was mit den Fronten nehmen, Hans? Nee, warte mal kurz. Nee, pack den mal wieder weg, wir nehmen den Tanker, der steht mit. Wir klauen direkt den ganzen Tanker. Der LKW werden wir schon irgendwie finden da. Nee, der Tanker, genau da, wo du drauf zuläufst. Der ist leer. Ich weiß, der hat gerade eben irgendjemand rausgezogen und ist dann abgehauen. Ruf ihn am Berg. Ich tanke ihn mal. Moja, hast du deine Knifte geladen? Vielleicht sollte ich auch in Newton, dann funktioniert das viel besser. Moja, hast du deine Knifte geladen vom Panzer? Wrench nicht vergessen. Mir sag's. Nee, ich brauch keinen Wrench. Ich brauch was anderes.
Seaport dauert ewig, per Conti. Hast du noch genug Sprit im in der Raffinerie? Sonst mache ich das. Ja, dann ist geladen. Raffinerie habe ich zurzeit leer. Ich okay, wir haben noch, dann lass mich schnell. Noch einen Notfallhammer und B-Mats. Okay, wir haben 40 Meter Reichweite. Mhm. Das ist gut. Habt ihr auch Panzeruniformen an? Ich ja. Jawohl. Habt ihr auch genug Gasmaskenfilter mit? Ich hab 2 Stück. Ich auch. Ich fünf. Plus eine an. 5? Also, du kannst also wenn, die stacken. Wenn ihr nur 2 mitnehmt, dann braucht ihr auch nicht das Panzerfahrerzeug. Ja, okay, dann nehme ich... Ich habe jetzt sogar noch einen 6. Filter mitgenommen. Nehme ich ja, 4 plus eine auf der Schnudel. Ja, mehr geht nicht. Ich hab Maschinenpistole, 2 Magaziner, ach Hammer... So, ja. 4 Gasmasken, 60 B-Mats, Fernglas, eine Gasgranate, Funkgerät. So die kleine Panzerfibel für Notfälle, weißt du? Aber Funkgerät brauchst du doch nicht im Inventar, das Slot dürfte doch ungefähr gleich wieder leer ja, sein. Ja, ist aber trotzdem Gewicht. Achso. Ich bin bei 96%. Nee, geht halt nicht. Dann kann ich nicht mehr im Panzer. Ein Gasmaskenfilter hat 4%. Ja, wenn einer noch, dann wäre ich bei 100. Zieht jemand ein Fernglas mit? Ich habe eins dabei. Ich gehe doch nicht ohne aus dem Haus. Das ist somit das erste, was ich mir aus irgendeiner Basis rausziehe. Erstmal ein Fernglas. Meine Tracker gehen mal spotten. Hat sich so ein bisschen ins Hirn gebrannt. Jetzt hat er gerade was gesagt, was mich wieder auf was gebracht hat. Eine Wrench lieber noch mitnehmen. Achso. Panzer mal Squad locken auch, oder? Wenn wir gerade eh alle da sind. Jo, hab ich schon. Gut. Dito. Plus noch so gelockt, dass kein Collie reinhocken kann. Ja. Also wenn jetzt ein Collie in Ashtown auftaucht, ne? Und es schafft, hier in den Panzer zu klauen. Hat er es verdient. Dann hat er es verdient. Dann baue ich ihm noch ein Boot, damit er damit abhauen kann. Also bei der Kalamati war vorher mal eine Partisanenwartung. Das ist hier gleich im Westen. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Really must be a joke. Glaube ich auch eher. Wie gesagt, wenn, dann hat er es verdient. Ach, da ist ja nochmal eine. Die habe ich noch nicht gesehen gehabt. Ja, wir müssen aber erstmal nur mit einem pro Panzer fahren. Alles klar. Dann verzögert sich die Abfahrt noch, weil ich nochmal kurz AFK muss. Dann würde ich sagen, dass ich Schlusslicht mache. Begründung? Einfach so. Achso. Also ich dachte, du möchtest nicht schuld sein, wenn du mich verwehrst, ne? Genau. Ein Panzer vorne, ein Panzer hinten, dachte ja, ich. Ja, dachte ich auch. Hatte ich auch vorgehabt. Wohin fahre ich vor, Kantine? Müsste nur ein Ziel kennen. Ich dachte, dass wir uns mal nach Terminus begeben. Oh. Möchtest du über den Süden Cerberus Wake oder über den Norden in der Hoffnung, dass Warlord Steed in der Zwischenzeit eingenommen wird? Das ist unser Fuel Truck hier. Über den Norden.
Über den Norden. Ja, das ist unser. Alles klar, stand by. Route wird berechnet, bitte warten. Quasi durch die Great March durch und dann... So die übliche Strecke, Checkpoint Charlie, Checkered Chasms. Sonst, dass wir erstmal nach Camp Omicron fahren und zur Not lassen wir da erstmal unseren Tanker und unseren LKW hier stehen und fahren damit beide Panzer rüber. Ach so rum. Verstehe ich das richtig. Stadtkampf mit dem Stuck. Na sicher. Okay. Na sichi. Alles klar. Da, da wird ja nicht nur Stadt sein. Ich hoffe es. Mit March. Checkpoint Charlie runter. Alles klar. Gut. Könnt ihr mich als Führer anbieten? So. Ja, sehr gut. Die fahren sich nicht so angenehm. Fahr los, Alfons. Ich fahre. Alfons Hattler. Genau. War doch Dings da. Im Wichser, ja. Ja, der Hausmeister oder der Butler. Der Butler. Genau. Der Butler war's. Eine der besten Rollen von Christoph Maria Herbst. Vor oder nach Stromberg? Stromberg habe ich nie gemocht. Ah. Ja, das ist übrigens Höchstgeschwindigkeit, ne? Ach du Kack. Ich fahre nicht absichtlich so langsam. Hat er noch einen Shift-Modus? Nee. Oh Gott. Das Drehen ist auch eklig. Ja, ja. Da wird es sich fast lohnen, die Dinge auf den Kahn zu verladen. Kannst du das Ding packen? Kommt man nicht fahrt. Package. Ja, Tatsache. Ist ein Button dran. Denn wir fahren. Aber wir kommen nicht weiter wie Cannon Smoke. Was? Ja. Darüber ist. Also wir fahren ganz außen rum. Oh, stimmt. Nein. Die. Hä? Ja, wir können halt nur nach Red River. Mehr geht halt nicht. Nein, wenn wir die so packen, dann sind die auf Palette. Dann können wir die im Kran runternehmen und auspacken. Fahr mal beiseite und teste das Ganze mal. Ich fahr mal beiseite und teste. Aber da muss ja die ganze Muni raus. Ja, das deswegen soll er es ja testen. So, hier haben wir ein bisschen Platz. Packaging. Bam. Auf Palette. Sehr gut. Jetzt ist die Frage, kann der Flatbed das tragen oder nicht? Das ist das nächste. Erstmal wieder unpackagen. Ich unpackage. Zurückfahren, oder? Ja, kommt mal mir hernach. Der einzige Vorteil, rückwärts ist er genauso schnell wie vorwärts. Das stimmt. Ich merk's. Und das Gefühl rückwärts ist dadurch schneller. Hui! Ich dreh trotzdem mal um, dann krieg ich ja irgendwie Zustände. Naja, fahr ruhig vor. Komm schon, dreh dich. Nein, nun warte doch einfach. Soll ich mal ein Flatbed holen aus dem Hafen? Dann haben wir doch noch einen oben. Ja, warte, Percotti, wir bauen schnell zwei. Okay. Wo sollen wir warten? Neben der Garage. Neben der Garage, alles klar. Aber noch nicht packen. Tanken noch mal voll. Große Frage, ich hoffe der Flatbed hält's aus. Ich glaube nicht, dass der kaputt geht, aber
Doch, kann das sein, du kannst es nicht draufpacken. Mhm. Ich hab 50 hier jetzt im Inventar geschmissen. Bleib einfach drin sitzen, nicht, dass einer mit dem Wrench ankommt und dann ist er weg. Ja. Nee, das geht nicht so schnell. Ich glaube, die 10 oder 15 Minuten ist das Ding sicher. Aber dann müsste ich mithämmern. Current interval in combat. Ja, pack den Rest da rein. Schau, dass man Gasgranaten nicht aus dem Panzer werfen darf. Warte, kannst du aber mit der Pistole ausschießen? Ja, wenn ich eine dabei hätte. Ich hab halt nur das Fernglas dabei. Pistole müsste gehen. Ah ja, ich seh's gerade, ich teste es. Ja. Da kann der erste von euch mal den Percotti hinterherfahren zur Massenfabrik, da können wir abverladen. Unterwegs. Hier einfach vor das Bett. Ja, ja. Oder auf das Bett von mir so. Aber wenn der Gegner dich da umrunden kann, hat er auch gewonnen. Naja, das Ding umrennen ist nicht das Problem. Das Ding dreht sich halt nicht. Ja. Ja, wir brauchen Infanterieunterstützung. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Ne, geht nicht. Palette aber es müsste wie das Flatbed. Nimmt das nicht an? Ne, er bietet mir gar nicht die Option, es abzusetzen. Achso. Das ist natürlich subgut. Dann hat sich der Plan gegessen. Dann müssen wir doch fahren. Dann gehe ich nochmal tanken. Hansemann, willst du die Flatbeds einlagern? Ne, lass das stehen. Nimm das Squadlock raus und dann schließ auf das Ding. In der Phase des Krieges ist dir das auch alles egal. Ja, was sollen wir denn damit? Ja, noch? Ja, klar. Ich hab schon überlegt, unser Stockpile ins Public zu schmeißen. Und dann dachte ich, nee, nachher will doch noch irgendjemand irgendwie Logistik fahren. Ja, und dann nachher werden wir gepusht und wir brauchen's. Ich stelle mich schon mal kurz vor die Brücke Richtung Ost. Offensichtlich kann man so große Panzer nicht auf ein Flatbed packen, aber man müsste sie in ein Schiff verladen können. Ja, da bräuchten wir jetzt ein Landschiff. Ja. Obwohl? Obwohl? Also bis nach Cannonsmoke kämen wir ein bisschen weiter. Oder die ganz lange Route könnten wir bis The Drowned Whale sogar kommen. Wenn wir uns dadurch... So. Wir könnten in Kaloki unten uns ein Boot bauen, aber ehe wir da sind, sind wir auch zu Fuß schon da drüben. Ja. Yeah. Soll ich einfach mal weiterfahren bis zur Grenze? Ja, fahr mal, wir holen dich schon noch ein. Das habe ich mir gedacht. Eingeholt. Bei mir braucht's noch. Ja, ich warte auf Bingo, ja. Schieb mal. Hilft leider nicht. Bist du der Tanklaster? Ja. So, ja. Brauchst du schon die erste Injektion oder nee, was? Nee, ich hab nur überlegt, wenn ich mich jetzt dran koppel und tanke, während ich fahre, ob ich schnell genug Sprit verbrauche, dass ich nie wieder tanken muss bis zum Ende. Das ist das Prinzip E-Auto und Generator auf Anhänger. Ja. Solaranlage auf Dach und so. Nee, wenn, dann muss schon der gute alte Dieselgenerator mit Euro 1 sein. Ah. Warum nicht eine Dampfmaschine? Schön Kohle betrieben. Für die Umwelt.
Oh ja. Ein Tesla hat auch einen Autopilot. Kannst du ihn stehen und schaufeln. Einfach bis ich dich berühre, dann bleibe ich. Alles stehen. Gut, Hansmann. Bis du am Bildschirmrand bist und dann hole ich dich wieder ein. Kann man da nicht ein Abschleppseil oder so ranmachen? Na, der wiegt halt auch einiges, ne? Das hier ist nicht Anti-Stasi, wo du mit dem PKW drei Panzer abschleppen kannst. Okay. Ach ja, da kommen Erinnerungen hoch. Ja. Beim russischen Flughafen Schildgas klauen. War das Größte für dich, ne? Ja. Anfangs war das auch noch schwer. Irgendwann wurde es Routine. So mit der 5. oder 6. Schilder. Wie soll ich mich denn bitte verstecken? Ich ziehe eine riesenlange Spur hinter mir her. Also von der Massenfabrik bis hierhin ist schon halb leer. Okay. Also Vorbereitungszeit für so eine Aktion lieber eine Woche vorher. Naja, wir müssen die dann halt in Kisten auf Halde produzieren und dann irgendwo Feldler in Storage rein im Hauen. Aber das gibt's ja momentan auch nicht da. Das dichteste Storehouse wäre ja Akrizia. Nee, stimmt gar nicht, Sitaria. Sollen wir schon Grenzen übertreten oder? Ja, ja, mach dir mal. Schaffe ich es mich hinten an dem ja, das geht. Einzuhaken? Das müsste gehen. Wie ist es denn gestern Abend bei den Piesacken des Collie-Hafens gelaufen? Gut, wir haben den Hafen zweimal kaputt gebombt. Und sie haben uns gehasst. War das nicht dreimal sogar? Ich glaube, beim dritten Mal haben sie dann angefangen, mit dem Panzer uns alles kaputt zu schießen. Aber irgendwann habe ich auch aufgehört zu zählen. Wo ich schon mal hier stehe. Das Beste war, wo sie die Panzer rausziehen anfangen. Ja. Ja, Per Conti wartet da auch mal. Ich muss auch tanken. Der Flottenversorger. Ja. Moja steigt aus und ist schon erschöpft. Was? Nee, ich glaube, es war halt. Das war, weil ich während dem Fahren ausgestiegen bin. Apropos, ihr könnt fahren jetzt, ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Mulder, überhol mich. Weil ich fahre sonst. Oh, bist du voll? Ja. Okay. Und tschüss. Rum. Ja, aber weit kommt er ja nicht. Er schieben hilft halt nicht. Ja, ich fahr da schon rechts ran. Überhol doch. Nein, fahr weiter. Namen, Vollfieger. Ein Tank pro Sektor. Ja, das werden wir rausfinden. Wir haben ungefähr an der Sektorgrenze getankt. Naja. Da wünsche ich mir tatsächlich jetzt ein Thermomat wie beim Landwirtschaftssimulator, ne? Ja.
Hast du nicht irgendwas, was du so in die W-Taste drücken kannst? Such schon. Gab das nicht einen Befehl für hier Autocruise? Nicht, dass ich wüsste. Sollen wir kurz halten und gucken? Ich habe irgendwo mal was gelesen, dass da auch irgendwie einen Trick gibt. Sowas wie das mit Most-Taste. Du kannst ja anscheinend irgendwas im Chat eingeben. Ich weiß, das soll. Also, ich habe das nur im Zusammenhang mit Booten gefunden. Ich habe die Anleitung damals leider weggeklickt. Nee, das war das Buch. Er sollte das W nehmen, nicht das Buch. Ich meine, uns hilft das sowieso nichts per Conti, weil wir fahren in Vollgas, aber. Kommen ja, halt nicht weiter. Aber wir müssen nicht dauernd W-drücken loslassen. W-drücken loslassen. Nee. Hey. Ich fall vor und guck mich da um. Achso. Er hat uns allein gelassen. Ich schubs dich mal. Fühl ich mich gerade wie die Kinder bei Jurassic Park. Er hat uns allein gelassen. Ein JK. Hallo, hallo. Guten Tag. Moin. Magst du einen super langsamen Panzer fahren? Oh ja, ich bin immer für super ewig zu haben. Das ist die schnellste Jahre. Kann ich oben rausgucken? Super, jetzt bin ich mal zu haben. Mit Gegenhetz zu fahren. Hetzer. Ja, ja. Hetzer ist gonna hetz. Das ist dann noch besser. Na, er hetzt halt nicht. Natürlich schlecht. Das ist eher so Baloo der Bär mäßig. Ja. So, bei der Baloo. Hetz mich nicht! Das ist von Sascha Krammel, oder? Ja. Jetzt hätte ich direkt vor mir fast das Tor wieder zugeknallt. Ja, wenn du es selber machst, kannst du keinen dafür anklagen, Moja. Fast. Hitz mich nicht. Ja, gut. Du solltest die Assis. Och Mann, wer hat das Tor zugemacht von euch? Was soll ich da machen? Die Assis sollten wieder aufleben lassen, wenn er so. Ah ne, so, da kann er wissen, dass du bist. Sorry. Das ist Collie-Propaganda. Wecke nicht hinter dem Channel Assi-Suchen. Nicht dahinter, aber mittendrin, oder was? Nein. Mitten davor. Glaubst du ernsthaft, ich hätte mich mit einem Pappkarton und Butcher und einer billigen Kamera hingesetzt und dumme Sprüche gemacht? Also ich habe ja den Butcher schon getroffen und ich habe dich getroffen. Soll ich die Frage jetzt ehrlich beantworten? Du hast das Wichtigste in dem Satz vergessen. Ja. Was denn? Verkleidet als zwei Socken mit Tischspinnen. Googly-Eyes, ja. Das waren keine Tischspinnen, habe ich gehört. Nicht? Nein, das waren so 1-Euro-Dinger aus dem Teddy. Ach so aufwendig? Ja, ja, Styropor-Bällchen. Ich dachte, das wären einfach so angemalte Tischtennisbälle. Nee, das waren so 200 Styropor-Bällchen für 1 Euro. Und da haben wir einen passenden rausgesucht. Hab ich gehört. Dass man das so machen kann. Meine ich natürlich. Zu welcher Zeit hat man denn 200 Styropor-Bälle für 1 Euro bekommen? Ja, kannst guck aufs Veröffentlichungsdatum, dann weißt es. Ich müsste gleich tanken. Ja. Ich sag mal, einen Sektor einmal tanken. Warte. Wenn du nach Leto portest in Great Marches. Stopp. Da, Great March. Great March, Leto. Leto, ja. Ja, dann bist du immer noch schneller da als wir. Ja, Warteschlange von 12. Was? In Leto? Nein, Spaß, ich komme. Ich wollte schon sagen. Haben wir was nicht mitgekriegt? Wo ist denn eigentlich der Hansemann hingeblieben? Ich stehe in Leto an der Tankstelle. Ah. Apropos Tankstelle, soll ich schon mal Sprit besorgen? Wir haben einen ganzen Laster dabei. Ach so, na gut. Okay.
Ach, jetzt fährt er auch noch los. Jetzt ist sagt auch nichts. Hey, ich will meine Panzergassi. Ich weiß, das Fockst passt du? Halt wirklich. Ey, warum ist es schneller als ich? Ja, ich Moja. Ich hab ihn ja gezogen. Ach, guck mal, ich hab einen gefunden. Ey, nicht abdrängen, hallo, hallo. Was? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Kann man den nicht im Inventar reingucken? Oh Gott, brauchst du lange zum LKW überholen? Elefantenrennen. Alte Elefanten. Ja. Bergauf auch noch. Abgeschlossen. Na, Varus. Und hallo, Ruba. Wo will er hin? Wo will er hin? Nee, Gunsman. Achso, ich fahr schon mal vor. Keine Lust zu machen. Sobald du gleich selber fährst, weißt du warum. Ja. Hetz er es halt nicht schnell. Hetz ihn nicht. Ja. Warum ist Tracker trotzdem schneller als ich? Weil es bergab geht. Hui! Aber es kommt auch eine Kurve. Nein! Auf diese Party wollte ich doch gar nicht. Und jetzt geht's wieder bergauf. Ich fahr querfeld ein. Arschleckenstraße. Wow, ich bin mit dem LKW trotzdem noch schneller. Wir reden da nicht drüber. Einen Vorteil hat der Panzer, aber du kannst nicht geblitzt werden. Das stimmt. Wenn da irgendwas blitzt, dann blitz ich. Erinnere mich nicht dran. Was? Geblitzt werden? Wie viel? Zu viel. Zu teuer oder zu lange? Zu lange. Oh, scheiße. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Beziehungsweise, ich weiß es noch nicht, es steht noch auf der Kippe, aber... Anwand, bei euch da oben interessiert mich auch keiner für Geschwindigkeitsbegrenzung. Kannst du gerne mitfahren, ja, ja. Oh doch. Ja. Zwei Dorfbullen, die es bei euch gibt. Also einmal bin ich im Dorf geblitzt worden mit 120, aber da konnte ich wieder raus. Mit was? Mit 120? Ja. Nee, ja, gibt Gas, geradeaus. Ja, auftanken, oder nicht? Nö, wir haben ja einen Tanklaster dabei. Aber der Tanklaster muss gleich mal tanken nach der Brücke. Da war doch gerade ein Tanker vor der Brücke. Ja, deswegen habe ich auch nochmal getankt. Ja. Nimm man halt mit. Ja. Das erinnert mich am... Aber wie hast du 120 in der Ortschaft hingekriegt? Das laute Ding, was bestimmte Leute zur Versammlung ruft, hat geschrien. Ah. Und dann bin ich nachts in mein Auto und bin losgeflügt und irgendwie stand mitten in der Nacht so ein Blitzer vor uns im Ohr. Ja, gut. Und da habe ich dann nachher mal Bescheid gesagt. Ich sage, Jungs, das Foto, das könnt ihr mal zerknüllen und wegschmeißen. Und haben sie dann auch gemacht. Ein Glück. Er wäre weg gewesen. Wir fahren einfach geradeaus durch. Genau, schieb mal. Mal gucken. Da war ich schon die ganze Strecke über. Habe ich nicht irgendwo reinlegen? Wollt ihr querfeld ein? Noch habe ich auch schon. Ja, wir fahren querfeld ein, du kannst auch so rum. Ich bin ja trotzdem noch schneller wie ihr. Also von ich weiß. Der frisst aber ordentlich, Sprit. Mhm. Fast eine komplette Tankladung für einen Sektor. Und oh ja. Jetzt hat der auch einen Schutzen, ja. Rechts überholen. Ich überhole ja nicht. Völlig SDVO-konform. Naja, du fährst halt nur auf der rechten Spur und der linke schleicht halt so, ne? Ja.
Und solange ich nicht wirklich drüber weiterfahre, also vor ihm fahre, ist es kein Überholen. Fahren ja, mit, ist erlaubt. Mit dem Fahrrad kann man auch mal einen 30er Blitzer auslösen, das geht. Ach, hören wir auf mit Fahrrädern. Wir haben jetzt ein Schild Fahrrad überholen verboten. What? Ja. Für ein halbes Jahr Testweise. Ein Schild, wo wirklich steht, Autofahrer dürfen Fahrradfahrer nicht überholen. Okay. Das Beste ist, das Schild ist schon 5-mal geklaut worden. Das steht seit einem Monat oder so. Kein Wunder. Kann ich verstehen. Ja, weil sich seitdem auch die Fahrradfahrer die letzten Assis verhalten. Fahren schön in der Mitte oder links. Ja, okay, das ist in Tübingen genauso. Übrigens für zukünftige Unterfangen dieser Art, wenn man den Panzer auf eine Palette packt, dann wird das Hauptgeschütz entladen. Oh. Das heißt, okay. Wir haben 2 Mumpeln verloren. Oh nein. Ja. Ja. Ich war mir vorhin nicht sicher, ob ich nachgeladen habe. Hab dann erstmal nachgeladen und jetzt nochmal. Ja. Hoffentlich können wir das irgendwie mit den 200 Mumpeln, die ich noch mit habe, ersetzen. Ich weiß es nicht. Nachher ist es die eine, die fehlt. Moja, was hast du mit Tübingen zu tun? Ja, wo ich arbeite. Oh Gott, du kommst auch hier aus dem Süden? Ja, hab ich doch schon gesagt. Das hört man doch, Herr Conti. Nein, das hört man nicht. Hier aus dem Norden schon? Ich zieh zu euch Fischgesicht und da hoch ran, Mann. Mach das. Bleib immer schön da, wo du bist. Wir brauchen hier oben nicht noch mehr garstige Schwaben. Ich wollte gerade sagen, die Bergdeutschen, die können alle schön da unten bleiben. Ach, bei euch sind doch gar keine Schwaben, die hocken doch alle in Berlin. Da können sie auch bleiben. Zweitgrößte Minderheit nach den Türken. An der Kreuzung rechts. Nicht die, das sondern die Türken in Berlin eine Minderheit. Wir sind live. Oh, das war rechts, ne? Ja, ja. Wie die Gesinnung, oder was? Bei den Themen heute. So, nächste links. Meine Güte. Ach was, da nehme ich jetzt querfeldein. Noch an der Ölfässer, ich habe ja gerade welche gefunden. Oder ein Trecker. Apropos Trecker. Anwesend? Das wird mir was zu ein. Trecker, nicht Tracker. Achso. Na so, wie ich falsch geschrieben werde. Hallo? Aber es hat auch mit Trecker zu tun. Hast du es jetzt noch gestern gemacht, das mit bedanken? Als sie Happy Birthday geschrieben haben wegen den Trecker. Immer, ja, immer wenn ich es gelesen habe. Das ist aber irgendwie ganz schön auf Geburtstag, kann das sein? Ja, ja, andauern. Wenn man wenigstens so oft Geschenke kriegen würde. Ja. Ja. Die Collis sind nett, die schenken mir Geschenke. Granaten und Blei. Können wir ja Bleigießen bei dem machen. Ja. Ist ja auch kein Blut mehr drin. So nennt das jetzt, wenn ich eine Bluttransfusion kriege, das nennt man dann Bleigießen. Das ist laut EU auch verboten. Ja, ja. Darfst du nur noch Max gießen und E drücken? Das, du, ich glaube, das geht nur nach außen auf. Ah, nee. Nee, du darfst noch nicht ganz dran sein. Ah, natürlich. Warst du nur der Fahrer? Ja, 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 das kann nur der Fahrer. Ey! Das gleiche Mal! Ciao-i. Ja, ciao-i, weißt du, mit 2 km/h. Ich glaube, da löst sich aus Versehen gleich mal ein Schuss. Den will ich sehen. Das Schöne ist ja, ich fahre einfach weg, während du umsteigst. Ich höre ja, wenn du deinen Fahrerplatz verlässt. Aber ich teile mich in 2. So fett bist du also? Warning, low on fuel. Low on fuel. An einem Schütz. Hm. Hey, ich probier mal was. Bleib mal ganz kurz stehen. Das wäre schon dreist. Oh. Was? Bleib mal ganz kurz stehen. Ich hab nur Oh, Fahr einfach weiter. Fahr einfach weiter. Hast du irgendwas Wichtiges dabei? Im Fernglas habe ich dabei, ja. Ah, siehst du, also nicht weiterfahren. Weißt du?
Wieder geschrien. So, Tracker bringt den dritten Panzer jetzt nach vorne. Ach Quatsch, ich brauche ihn eben. Ja, Panzeruniform halt, ne? Die Filter? Ja. Ja, weil du dann nicht aussteigen musst, um einen neuen Filter zu holen. Panzeruniform halt. Was habe ich jetzt schon wieder gemacht, random? Nix, aber du bist schuld. Ah, wo sind wir denn hier? Great Marches, ne? Aber da brauchst du halt die Panzeruniform, dann kannst du die Filter stacken. Also ich habe noch nie Panzer mit Panzeruniform gefahren. Ich glaube, und ich werde es auch nicht tun. Gar nichts ist nicht so das... So, da habe ich lieber die Ingenieuruniform und hab mehr B-Mats mit. Wir fahren bei Air Apparent vorbei, ne? Apropos B-Mats. Die soll ich auch. Und dann Camp Omicron, dann warte ich da auf euch. Hab ich alles hier. Ihr braucht nichts irgendwie unterwegs aufsammeln. Hat er alles mit. Ich bin mal so frei und tank dich mal auf. Gegen einen fast stehenden Panzer laufen bringt einen um. Es ist... Einfach fahren, JK. Sicher, dass das funktioniert? Ja. Ja. Dadurch, dass ich schneller bin, kann so auch nicht das der Schlauch reißen. Ja. Das ist jetzt wie Luft mit ankommt. Ja. Hier, Platin. Was, Platin? Platin Slayer. Der meinte, dass sein Schlauch gerissen ist. Ja. Wo wir ihm dann am nächsten Tag mitteilen mussten, dass das gar nicht geht. Naja, auch wenn er am nächsten Tag immer noch der Meinung war. Ja, ja. Auch wenn ich ihm das dann nochmal gesagt habe, aber... Der Schlauch vom Flieger soll gerissen sein, oder? Ja, wie? Ja, der Tankstutzen soll abgerissen sein, ja. Oder hat er den vom Flugzeug abgerissen? Irgendwas ist auf jeden Fall angeblich kaputt gewesen. Irgendwas soll kaputt gewesen sein, was unkaputtbar ist. Bock. Hier vorne sind weder Ingenieursuniformen noch Panzeruniformen. Doch da sind sieben. Also kann ich ja noch hinlaufen. Seid ihr schon beim Grenzübergang? Wir sind gerade rüber. Wir sind gleich im Heer. Ja, dann kann ich auch noch. So, also jetzt ins Wort fort. Dumdidum. Wo ist denn der Hanseman? Der ist schon. Ich bin in Camp Omicron. Ah. Oh, es geht bergab. Juhu. Noch. Ja, da muss ich nicht ganz so auf W drücken. Und dann geht's wieder hoch. Gibt's hier keine Autopiloten? Nee, leider nicht. Boah. Deswegen war ich ja dankbar, dass du aufgetaucht bist. So many Tongs. Hä? Wieso haben die schon eine List für The Low? Oder wir hatten so? Terminus heute schon mal. Ach so. Guck mal, von wie alt die Liste ist. Ach so, ja, okay, das macht Sinn. Wo geht's hin? Geradeaus? Wo seid ihr denn? So höre ich euch nicht. Geradeaus geht's noch her, apparent. Ach so. Ach, ihr seid die Kreuzung davor. Denkt dran, da können auch alte Minen neben der Straße liegen, ne? Lauf mal denen entgegen. Es wird dann schon... Wenn es die Treibstoffleitung erwischt, dann... Ja. Wir haben ja einen Minenräumer. Ich schick nur dich zu Fuß vor. Jetzt fährt er schon wieder an, wenn ich auf den Panzer zulaufe. Möchtest du mir was sagen? Ey, aber was geben? Achso. Dann schmeiß mal hin. Gut, dann tag ich mal mein Fahrzeug so lang. Oh. Oh ja, wo wir hier schon mal stehen, dann. Können wir uns gleich nochmal. Möchtest du noch was haben? Wenn du das Funkgerät noch mitgeplündert hast, nehme ich das auch gerne.
Das hat er wahrscheinlich natürlich liegen lassen. Natürlich nicht. Hallo? Hatte Tracker nicht schon alles, was er braucht? Ja, ich. Es gab einen Unfall. Alles klar, ich möchte eigentlich gar nicht mehr wissen. Ja. Wusstest du, dass du einen Panzer, der mit minus 1 km/h fährt, nur leicht berühren musst, damit du stirbst? Kommt drauf an, wo du ihn berührst, ne? Wenn dein Kopf unter der Kette hängt, dann langt das. Oder dein Fuß. Aber ich stand aufrecht und ich habe den Panzer noch nicht mehr wirklich berührt. So, nächste links. Also nicht die hier, sondern die nächste. Kann der LKW hier lassen dann, oder? Erstmal müsst ihr nach Omikron und dann wollen wir noch ein bisschen weiter, wie ich das gerade sehe. Hier steht noch eine herrenlose Park. Die so weit wegzubauen. Die was zu bauen? Warum? Ne, die Dinger hier, die jetzt haben. Total Notter war, ne? Na, weil wir die halt einfach mal ausprobieren wollten. Ja, aber warum so weit weg? Weil es gerade nicht näher geht, weil alles kaputt ist. Oh. Hast du schon von diesem Krieg gehört, der seit 33 Tagen stattfindet? Ja, mittlerweile. Da geht so ein bisschen was kaputt. Ich glaube, er sollte sich mal Charles Dings angucken. Da, wo die Atombombe drauf eingeschlagen ist? Yep. Ich glaube, das hat ganz schön geschmerzt. Ist es passiert heute Nacht, oder was? Heute früh um 8. Was, um 8? Ja. War nicht in dem Lok um 2 gestanden? Um 8? Hatte ich gerade auch gedacht, um 3, circa vor 3. Ich hab's in den einen Kanal reingeschrieben. Ja. Was mit dem Kommandanten? Jawohl. Und jetzt einsame Partisanen mit dem Scharfschützengewehr. Ehe der den Kopf zu fassen hat. Da hast du deine Hände zu schnell fühlen. Du brauchst ja nur einen Schritt nach links gehen, schon kann er wieder neu zoomen. Ich frage mich auch, was die sich bei dem Ding gedacht haben. Nicht viel? Ja. Gute Nacht, Neuser, schlaf gut. Früh um 3 ist die Nuke angeschlagen. Es sah sehr interessant aus auf dem Foxhole-Stats, wenn man sich den Krieg im Verlauf anguckt. Vor allem waren 3 Sektoren ohne Supplies von den Collies. Alles instant weggebrochen. Hier nach rechts. Das andere rechts. Ja, warte, wollte schon sagen, ne? C'est fuckert. Smoldert. Kein Wunder, dass das gefallen ist. Oh, kommt. Jetzt hab ich mich schnell durchgemogelt. Hast du denn hinter dir wieder zugemacht? Also wenn ich jetzt so mache. Ey! Funktioniert auch noch. So nach links. So wird es schnell durchmogeln, Boja. Wenn ich da eigentlich in irgendeiner Weise einen Geschwindigkeitsunterschied statt habe, ich habe keinen festgestellt zwischen Offroad und. Denkt dran, hier liegen noch Minen. Ja, ich sehe es. Das ist der einzige Unterschied. Ja, doch ein bisschen. Ja, doch ein bisschen ist da. Was ist denn hier die Tonne? Conny is cutting this road. Ja, war doch nicht uns. Vor 39 Minuten. Ja, ihr seid ja bei mir. Jo. Was sagt denn der Sprit? Ein Drittel. Was mehr als ein Drittel. Okay. Da steht ein Mörserwagen, okay. Da. Erstmal tanken, wenn ihr rüber seid. Jawohl. Da steht. Da steht ein Colli? Ach nee, doch nicht. Da steht ein Hansemann. Ah.
Ja, wenn der Name nicht... Tracker. Wenn der Name nicht geladen wird, weißt du? Mal irgendwo hier in den Spawn setzen, oder wie ist das? Oh, oh ja, ist genau hinter deinem... Ich komm da halt scheiße vorbei. Wir haben hier... Müssen wir erstmal hin zu irgendeinem Spawn. Wo ja neben dem Panzer, neben dem Tanker kannst du fahren, hier sind keine Minen. Feindfahrzeuge pushen auf den Outpost, Straße voraus. Ist noch ein ordentliches Stück weg. Ja, deswegen fahrt ihr beide gleich die Straße runter. Alles klar. Bleib sitzen, Moja. Also. Ab geht's. Per Conti, du kannst den Tanker mal hier rechts irgendwo ranfahren und abschließen. Warte. Jetzt. Fahr einfach neben das Flatbed da. Ja, das hatte ich vor. Und dann musst du bei dem Moja mitfahren. Colli an der Bunkerbasis. Straße runter. Ja, die Bunkerbasis ist schon kaputt. Ja. Ihr regelt das jetzt. Fahrt nebeneinander. Wir regeln das jetzt. Alles klar. Ich hoffe, da kannst du keine Minen. Auf der Straße siehst du sie. 10 Meter vorher. 10 Meter vorher ist... Nee, bei den 2 Metern pro Sekunde, die wir machen. Ja, aber bei Moja ist Reaktionsgeschwindigkeit. Ach so. Wir haben hier noch einen zweiten Panzer. Wenn der stehen bleibt, bleibst du auch stehen. Ich spähe gerade die Straße voraus. Noch sehe ich nichts. Außer vielleicht da in den Einschlagkratern, aber. Sehe ich halt nichts rumlaufen. Ist einer von uns. Warum bin ich jetzt gerade schneller? Weil JK vielleicht langsamer fährt. Und weil wir die Hinweise über Kurve hatten. So, da dürfte es nebeneinander aber schwer werden. Das ist ein veralteter Marker. Wenn es nebeneinander nicht geht, dann müsst ihr euch aufteilen. Oh. Ui. Ja, da fahren wir halt kurz durch. Box 2. Ich sehe hier verbündete Kante. Infanterie, die hier rumläuft. Ich habe links Explosion gehört. Ja, das wird der Outpost in Verlängerung sein. Ja. Was ist sein Name? Panzer. 120 Meter. AC-13. Colli. He's not really there. Ah, okay. Achso. Thanks. Jetzt drüber gefahren. Sparta die Straße runter. Könnten wir pushen. Jetzt hat er einen Namen. Ich hab's gesehen. Geradeaus, hast du? Ja, einfach geradeaus weiter. Moja, mach dich bereit. 40 Meter habt ihr. Nutzt das aus. Sicht. Turm disabled. Pushen, pushen, pushen. Der kann nichts. Lade. Reload. Das sind Colli voraus. Ja, schieß. Ali. Panzer ist abgehauen. Ja, lass da nicht zu sehr reden. Moja, dreh uns. Nein. Weiter. Nein. Ich hab den Colli überfahren. Das ist gut. Rede mit mir. So, Panzerkolonne halt. Lass die Infanterie hier erstmal pushen. Panzer haut ab. Ist nicht repariert worden. Wir könnten versuchen zu pushen. Aber es ist risky. Der wäre Straße runter rechts. Haut jetzt ganz ab. Ja, an der Kreuzung rechts. Fährt immer weiter. Der ist schneller als wir. Den kriegen wir nicht. Aber er qualmt wenigstens gut. Nee, der qualmt ordentlich. Turm ist rausgenommen. Erster Schuss hat den Turm direkt rausgenommen. Ja, sonst zieht er wieder zurück. Du hast jetzt zur Not die Straße rückwärts zu unseren Strukturen fahren können. Dann einfach rückwärts fahren. Hättest du das gonna hit? Das schauen wir ja nicht. Warte, fahr mal vor. Ich habe hier gerade einen massiven Infanterievorstoß gesehen. Von uns. Weiter. Ich klebe die am Arsch, Tracker. Ja, alles klar. Ja, kleine Panzerspitze von uns. Also ein Spähpanzer mit Infanterie. Feindinfanterie bei ihm in der Nähe, wir bleiben hier.
Wir warten erstmal, bis der vorbeikommt, wenn er vorbeifährt. Ja, okay, wir haben auch links von uns Freund Infanterie. Weiß nicht, ich höre das. So, dann langsam zurück. Schnell geht ja auch nicht. Camp Omikron ist under Attack. Ah, die Satchels wahrscheinlich. Theoretisch könnte er es versuchen, uns zu flankieren. Tracker, ja. Da hat gerade einer gesagt, da ist ein Machine Gun Pillarbox. Pillarbox? Say again? We have machine gun pillboxes up ahead. We can't push forward. They're straight up the road. Copy that. Dann pushen wir. Dann helfen wir denen. You assist us, also we assist you. Also wir brauchen mit der Munition nicht geizen, wir haben genug. Right. Ich hab noch 38 Schuss an Bord. What's up the road? Machine gun pillboxes. Sparta, take cover. Panzer, voraus. Keine Sicht. Kommt gleich. Sicht. Zurück. Halt. Geladen. Warum dreht er sich? Weiß ich nicht. Fliegerfiebel auswendig gelernt. Richtig. Hälfte Fuel. Ja, same. Keine Sicht mehr auf deren Panzer. Langsam vor, Frage. Ist die Infanterie noch da? Ja, dann wagen wir es mal. Ja, kommt wieder. Bereit machen. Langsam vor. Oh, Whisky. Laden. Panzer halt. Geladen. Kommt. Ist auch geladen, per Conti. Lade. Halt. Vorschlag, ihr fahrt jetzt ein bisschen weiter vorne, dass ihr anfangt. Jo. Jo. Die ready? Bereit. Ich bin ready. Dann vor. Siehst du ihn? Ich sehe ihn nicht mehr. Nein, ich sehe ihn nicht mehr. Wir müssten auf Fernglas wechseln, damit ich ihn sehe. Bei dem Krater, wo unser Atela drin hockte, machen wir erstmal halt. Jo. Wechsel auf. Guck, Position. Hallo, das ist Paul. Sorry, gerade beschäftigt. Keine Sicht. I have returned. Welcome back. They go to east. To east? Thanks. Partition in. Kann sein, dass er uns flankieren möchte von hinten. Naja, müssen wir halt drauf achten. Sollen wir mal kurz ein Stück zurückgucken und Beschädigungen angucken? Wenn du B-Mats dabei hast, kannst du auch kurz raushüpfen und mal mit dem Hammer. Ja, Moja, fahr mal hinter die zwei. Ja. Also nur nach hinten. Danke. Du make a short repair hold. No repair needed. Alles klar. Ihr seid bei 99%, ihr seid repariert. Alles klar. Ich hab ein bisschen Angst, wenn er sagt, dass er nach Ost gefahren ist, dass er gleich von hinten kommt. Ja, wir haben ja auch noch Infanterie im Rücken, also das wird schon irgendwer merken. Haben wir? Das läuft hier wie bei PS mit der Infanterie, ne? Naja, ich weiß. Ich guck aber auch ab und zu nach hinten, also so ist ja nicht. Auf jeden Fall ein Collie-Fahrzeug bei der weißen Bunkerbest die Straße rückwärts runter. Ja, das steht da schon, das ist ein kleiner Jeep. Ich würde sagen, wir fahren vor. Wenn kein Kreis drin ist, ist es unbesetzt. Unbesetzt, ja. Lassen Sie mal mit dem Sprit-LKW ein bisschen vorziehen. Yep. Also ja, geht bald los. Geht bald los. Copy. Er scoutet für uns, einfach weiter langsam vor. Wenn wir seine Innereien sehen, dann wissen wir, wo sie sind. Ja. Ich habe ja auch ein Fernglas, also. Wir müssen nur aufpassen, dass er. Ja, die kommen gleich auf der rechten Seite. Gut, dann gib ihm. Die Dinger brauchen nur zwei Schuss, dann sind sie weg. Wir nehmen erst den MG-Turm raus. Das ist der rechte von den beiden. Die sind unbesetzt. Ja, ist egal, weg ist weg.
Dann nehmen wir... New target. Collie bunker base up ahead. Solid copy. Okay. Left side of the road. Collie bunker basis, linke Seite Straße. Das ist auf der rechten Seite nicht noch so ein... In range. Feuer. What are you hitting? Thanks for the assist, boys. You're welcome. Jetzt könnt ihr aber Sprit gebrauchen. So, wir ziehen uns zurück, dann... We just need fuel, give us a sec. Wir fahren einmal zurück zur letzten Kreuzung, die war ja relativ sicher. Dann kann Hansemann einmal aufschließen. Holy shit, jetzt hat er einen komischen Sound. Ja, der mag rückwärts nicht so gerne. Merk's. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Wir können uns erstmal ein Stück weiter Panzer, umdrehen, umdrehen, umdrehen. Feindpanzer hinter uns. Hab's gesagt. Andersrum. JK, andersrum drehen. Ja. Oh, er hat euch im Fuel getroffen. Ja, ja, dann assisted. Wo ist denn der aus? Rückwärtsgang, rückwärtsgang, rückwärtsgang. Immer schön die Schnauze zeigen. Lade. Pusht uns. Mach den Dampf. Fuel ist gleich leer. Ja, ist egal. Weiter schießen. Ja. Wir sind leer. Shit. Okay, wir hängen. Schießen. Wir können leider nicht helfen. Feuer. We're out of fuel. Oh, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ja. Dann aussteigen, reparieren, würde ich sagen. Ja, reparieren. Ja, 17%. Mach dem mal ein bisschen Druck. Fuck. Kaputt. Bin tot. Ach, wo spawn ich denn jetzt? Das hat ja geklappt. Ja, da kannst du eigentlich sparen. Ich schieße jetzt eh zu Ball. Ja. Yeah. Nicht unbedingt. Ja, ist schon. Ah, oh, shit. Warte. Ja, die sind einfach daneben stehen geblieben. Ist halt hier noch. Naja. Ich hätte gehofft, dass ich noch rankomme. Ja, das Schade. Ist recht gelaufen. Muss man ihm lassen. Hat er gut gemacht. Oh, ich könnte in Ashfield oder Nearest Home Base. Würde ich Nearest Home Base machen. Cerberus Wake, the Legion Bounty. Hier liegt einer mit zwei Stickies. Och, Menno. Hallo. Hallo. Wir gehen mal zurück. Sollen wir noch irgendwas mitnehmen? Ja, die Stickies. Hier ist noch ein Anti-Tank-Rifle, ich meine, für den Fall der Fälle. Aber er hat keine Munition. Nehme ich lieber die Stickies mit. Das war bitter. So, was macht unser Plan damit? Erstmal gehe ich Richtung Hanseman. Wo ist denn der Hanseman gerade? Ich habe gerade den Spritlaster geholt. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr. Naja, nur ich kann mich nicht teilen. Ja, warum nicht? Selbst wenn er jetzt da gewesen wäre, was hätte er denn machen sollen? Uns auftanken, während wir zu Klump geschossen werden? Naja. Na klar. Wo wart ihr denn ganz? Wir waren an der Kreuzung 2 nördlich von der... von der Internet gerade, oder? Weiß ich nicht. Dora 65. Könnte ich irgendwie helfen? Hab nur noch nie gespielt. Wir brauchen immer Leute an der Front. So ist nicht.
Rip to the Callahan's Catgirls Medic Tent. Was fährt da rechts rum? Silverhand von uns. Vorne kommt eine Bunkerbasis. Das bringt doch richtig viel. Weiß nicht, ob es was bringt. Aber hier können wir auf jeden Fall unseren Spawn legen. Die Shirts sind hier noch alt genug. Ist von Bunkerbasis. Melden uns zurück. Was ist denn und wie war's? Der Hetzer ist scheiße. Alles klar. Also nicht nochmal das Ding. Jedenfalls nicht in so einer Situation. Also der ist, den kannst du super einfach ausmanövrieren, dafür ist der zu langsam. Für einen reinen Japer. Also ich müsste neu spawnen, also in der Home-Region. Dann kannst du nicht nearest Homebase? Nope. Hä? Mir steht da nur Respawn at Home Base in Ashfields. Ja, und noch? Da steht auch noch mehr. Forward Base Spawn not set. Dann go to Home Region. Also ich bin gerade unten in Cerberus, weil ich gespawnt. Ja, zur Not halt Home Region und dann wiederherkommen, ja. Wiederherkommen, das ist ja nicht weit. Guck gerade nur nach einer gescheiten Knifte, das ist halt... Tja, dann bleibt uns heute wohl nichts als Infanteriekampf über, was? Dann machen wir halt Infanteriekampf. So mache ich Medic. Braucht man immer. Medic oder Suicide Gas Granaten. Wieso oder? Übrigens, für Suicide Gas Granaten fehlt hier vorne ein entscheidender Faktor. Gasgranaten? Okay, jawohl! Oh. Wie lange ist die Warteschlange denn, Moja? Eine Person. Achso. Ah, das wirst du schaffen. Das geht ja noch. JK hat 30 überlebt. Ja, und dann Disconnect. Verständlicherweise. Gute Nacht, Random. So, bin jetzt da. Oh, ein Bajonett. Haben wir wenigstens Bajonette hier vorne? Ja. Schließen wir uns dann den Stadtkampf an, oder? Das weiß ich nicht. Entweder bleiben wir hier oben und schlingeln uns ein bisschen rum hier. Wir können ja von hier aus zu dem Flankiermarker gehen. Das können wir. Wo ist denn JK hin? Keine Ahnung. JK? Achso, sein Internet hat wahrscheinlich. Stand er gerade eben noch hier? Ist er das ja, hier? Ja, das ist er. Das... Dann mache ich den MG-Supporter. Wenn du einen MG mitbringst, kannst du das auch machen. Weil hier oben ist nichts. Achso, oh, ich bin dann... Was ist denn das, wo ihr da als Spawn gesetzt habt? Das ist von Cerberus Wake halt nach Norden. Einfach die Straße hoch. Ah, okay, ich find's. Ja, ich glaube, Führung vom Wirbel gewesen. Also hier unten ist auf jeden Fall viel los. Den hat der verstanden? Ja. Der hat doch nur gesagt. Ich weiß nicht. Bei DCS läuft, oder? Vielleicht denkt er sich auch einfach nur, ja, ich sag einfach ja, wird schon stimmen. Nicken und lächeln. Ja, da ist JK wieder. Hey. Hey. Juhu. Vielleicht möchtest du ja das Long Rifle mal ausprobieren, JK. Wer ist denn das Long Rifle? Das hat eine ordentliche Reichweite.
Brauche aber eine Weile zum Zielen. Wo ist diese? Da, wo die 762 Munition ist, zwei nach links. Die Stripper Clips. Da gibt's Sunny Koffer. Ach, ja, ja, Sunny Koffer gibt's hier. Sunny Uniform. Ja, hier unten gibt's keine. Ein Königreich für ein Fahrrad. Tja, nicht an der Front. Hallo, Frau Klopapinguin. Mein Mann kommt gleich. Schön. Jetzt kriegen wir endlich wieder ein originales Ochmoja. Hier oben ist keine Logi-Liste. Also ihr seid bei der nördlichen Bunkerbasis. Jawohl. Dann laufe ich da mal hin. Der Schuss schläft auch unterwegs wieder ein, ne? Nein, 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 nein! Doch. Du Wichser! Ja. Erstmal überfahren. Ich weiche ihm extra aus und er nimmt doch mal Anlauf und überfährt. Oh. Oh, jetzt kenn ich. Bist du nicht, wen du meinst? Irgendein Spieler ohne Clan-Tag. Ich bin nicht alle Regiments-Tag. Hä? Da können ja nicht alle bei den 390ern sein. Oder bei IDDQD in dem Fall. Oder so. Was auch ein Clan-Tag ist. Ach ja. So ist das. Mhm. So, Hansemann, führe uns in die Schlacht. Soll ich warten, bis alle da sind? Üb schon mal. Ich sehe euch schon. Da wollen wir dauern wieder einen Moment. Bitte? Bis ich jetzt wieder ausgerüstet bin. Drück mal 9 auf der Tastatur. Bitte, was hast du das gemacht? Was hast du gerade bitte für Faxen gemacht? Dann drück mal 0 auf der Tastatur. Moja, du drückst lieber die 9. Ja, ja. Nee, ich bin... Drück die 9. Drück die 9. Hast du deinen Spawn schon gesetzt hier? Gut, dass du mir gerade sagst. Weil ich glaube, du wolltest mich gerade abschießen. Ja, wobei, wenn er da gespawnt ist, dann müsst du doch eh da spawnen. Hansemann, so viel Munition. Bin ich gespawnt. Ja. So viel Munition haben wir hier oben nicht mehr. Ich habe ein Bajonett. Musst du keine Munition an Moja verschwenden. Meine ich. Nein, mit Logistik bremst einfach nicht. Nee. Hat da gerade jemand irgendwie eine Backpfeife ausgeteilt oder so? Nee, der hat geschossen. Willst du eine haben? Willst du eine haben? Schelle links, Schelle rechts. Genau. Dann kann ich das Fernglas eigentlich hier lassen, oder? Weiß ich nicht. Mir ist es egal. Egal. Was machen wir denn jetzt? Infanterie. Oh nee. Ja, oder du holst einen Panzer ran. Oh nee. Einen Mörser nehme ich auch, wenn du ihn hast. Ja, dann da bemühe ich mich drum. Und such. Such, Jackie, such. Ich glaube, nur hier ist keiner. Du könntest auch einfach eine Schrotflinte nehmen, da musst du nicht zielen. Einmal grob in die Richtung und kapau. Meinst du, das funktioniert? Naja, die Reichweite ist halt für den Arsch, aber... Na, dann... Nimm doch einfach die nicht MP40, 2-3 Magazine und dann gehst du einfach grob in die Richtung. Ja, treffe ich trotzdem nicht. Ja, aber du bist ja nicht alleine, wir sind ja bei dir und vielleicht kommt irgendwann sogar noch Per Conti. Ja, wenn ich jetzt nicht wieder überfahren werde. Was ist denn hier mit dem MG? Das ist ein, brauchst du ein Dreibein für? Wir haben MG, aber kein Dreibein. Hätten wir Moja das bloß nicht gezeigt. Jetzt steht er hier und macht jedem die Faxen hier. Sonst würde ich ja sogar das MG schleppen. Also das MG als solches ist ganz geil.
Da gibt's wieder keine Munition für, ne? Haben wir auch keine, ne. Sturmgewehre auch nicht. Eure hattet ihr es verloren? Wir sind mit zwei Panzern gekommen und wurden flankiert. Mies. War ein kurzes Vergnügen, ja. Passiert. Hättest du das gar nicht hätt's. Tracker, brauchst du den Fernglas? Ich habe eins, danke. Gut. Kann man auch irgendwie Pandemie-Dinger irgendwie machen, hatte ich gestern gesehen. Also Pandemie-Dinger? Reicht dir die wir im Real Life haben, noch nicht, oder was? Nein. Pandemie in der Box? Aha. Das ist ein angeschnupftes Taschentuch, was du per Post verschickst, oder was? Nein, ein Teppich, wo du einen Corona-Kranken drauf gerubbelt hast. Das funktioniert. Das funktioniert nur bei amerikanischen Ureinwohnern. Wie war das mit Happy Thanksgiving! So was? Hallo Matze! Grüß dich! Hast du wirklich 120 mm gesehen? Nee. Warte. Ein Per Conti! Yay, oh. Endlich. Pass auf, jetzt wird der Sunny als erstes erschossen. Wer einen Matrix mit Y sieht, darf ihn erschießen. Hat von mir die Freigabe. Einen Matrix mit Y. Okay, willst du meine Gasgranate haben oder bist du schon überladen? Ich habe tatsächlich 84%. Ah, ja. Schmeißt euch nicht so voll. Ich bin Sunny, ich muss mich voll schmeißen. Deswegen habe ich mir für die MG-Rüstung, genau. Mhm. Aber du musst halt dann ja auch hinten bleiben, ne? Nicht vorrennen. Charge! Du bist ein Bär. Hast du wenigstens ein Bajonett auf deiner Knifte? Nö. Welche Knifte? Achso. Okay. Hier. Er macht unseren Minenspotter, habe ich so das Gefühl. Wollten wir nicht Richtung Ost? Da kommen wir hier rüber? Hoffentlich. Wir kommen hier rüber. Ich habe halt Angst, dass hier irgendwo Pillarboxen versteckt sind. Ich könnte mir im Fernglas aufklären. Oh ja, lass mich, der Begriff ist dir zu verdanken. Ich weiß. Es ist endlich mal wieder dunkel, so viel ist nicht mehr aufklären. Ja. Aber JK prüft gerade die linke Seite. Ja. Ich wollte zumindest den Schein wahren. Ich habe eine Treppe gefunden. Wieder so eine Kistentreppe? Nee, eine richtige. Eine Treppe. Kaboom, sie war bei mir. Das wäre ein Witz, wenn man als Infanterie so eine Mine auslöst. Dann du hast weißt du auf jeden Fall, dass du zu viel schleppst, ja. Oder du fett bist, eins von beiden. Ja. Oder beides. Renn nicht ins hohe Gras, ja, ich weiß, da lauern Raptoren. Ich hätte jetzt gern hohes Gras hier. Ich habe eine Bunkerstellung gefunden. Ich hätte doch nichts gegen Raptor. Guck mal, ob sie es zurückschießt. Da haben wir es gerade gebummt. Ja, hier ist nur Stacheldraht zerfallen. Ja. Oh, ich hab was wer bist du denn? Wer bist du denn? Ich hab da was gefunden. Ein Colli. Nee. Wahrscheinlich. Das ist tatsächlich nützlich. Wenn ich jetzt wüsste, wo du bist. Ja. Südlich von dir, genau südlich. Jetzt nicht mehr ganz genau südlich. Das hier vom Kopf. Minimal südwestlich. Ah, ich seh ihn. Tada! Ja. Ach so! Okay. It's locked. Hat jemand eine Wrench dabei? Nein. Bei Gonti? Nein. Oh. Die liegt im Panzerwrack. Ich weiß, wo das Panzerwrack ist, aber. Darf ich die behalten? Das wird eh nicht. Wenn du sie aufkriegst? Die schwebt nämlich ein bisschen in der Luft. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, ob du rangehen darfst. Wenn sie so in der Luft schwebt. Also über die Mauer können wir leider nicht klettern. Ja, ich hoffe mal links geht das. Außen rum. Ich hab gerade Motorengeräusche gehört. Hört sich nach einem Boot an oder so. Da kommt sie runter. Was? Die Mauer. Die Rampe hier. Achso.
Gehen wir rauf? Ja, ne? Ja. Okay. Kontakt. Bunker, oder? Nee, NPC. Oder gibt man ein bisschen Unterdrückungsfeuer. Das halt, ich schnapp mir den Hansemann. Ja, du blutest selber. Ja, ich weiß. Aber ohne unseren Chef nicht. Dogs. Ja, wow. Weiß einer, wo die stehen? Ja, oben direkt. Direkt oben. Ich hab so lange Schwerfeuer. Ja, ja. Ich hab noch eine Gasgranate in der Hand. Ich auch. Ja. Fahrzeug. Erst liegt. Oh, wow. Zwei dumme ein Gedanke, dankeschön. Hansemann macht wieder den Sidestep. Kann er ja auch machen. Ist einer von uns, ist einer von uns. Links. Ersten? Ne, ist weiter nach hinten gelaufen. Hansemann, du brauchst noch Sunny. Könnte sein, dass der hinten runter ist. Soll ich mal rückwärts decken? Du kannst mal mit hochziehen. Und jetzt kannst du die Dinge jetzt nach unten decken. Hier hin, da runter decken. Und wenn er gesprungen ist, dann ist er tot. Alles kaputt. Sehen wir noch keinen Rucksack. Unten rumfliegen. Da steht schon wieder so ein Geschütz. Wow. Hab ihn. Er sitzt hier im Busch drin. Sauber. Der wollte gerade hochlaufen. Wo war dein Busch, JK? Wenn du die Trasse hoch, also die Steigung hochläufst, wo wir gerade hochgekommen sind. Ja. Und dann. Panzer! Dich von. Dich ich höre es. Links hältst an der Mauer. Da kommt so eine kleine Aha. Busfrage. Nicht zu mir, Per Conti. Es sei denn, du hast Gas. Ja, das Problem ist, der Panzer kommt aber zu uns. Ja, dann die Schräge runter. Nicht noch weiter rauflaufen. Ey, ja, Hansemann, geh halt zu mir. Ich leg hier ja, zwischen Moja, zwei Ecken. Du packst deine Sachen und rennst. Panzer halt, ne? Du bist der langsamste von uns mit deiner Knifte. Es sei denn, du packst die kurz weg. Ja. Mach ich ja auch. Vielleicht ich, ich sehe den gar nicht. Der stand hier gerade an der Kreuzung, ist gerade weggefahren. Dann halte ich wieder Treppe hoch, runter. Wo ist denn der Typ, den du umgemäht hast? Schuss von hinten. Muss eh mal nachladen. Hier ist Sensor. Lade. Ab dann? Ja. Gut. Kontakt von unten. Ah ja. Blute. Ah, ich bin tot. Yep. Hab noch 5 Sekunden. Ja, das schaffe ich nicht mehr. Ach so, Hansemann hebt dich auf, aber. Oh, hier ist laut. Ja, warte, ich schnapp mir kurz meine Pistole und renn hin. Hast du zumindest eine Pistole mit, Per Conti? Ich hab eine MP dabei und zwei Magazine. Also eins geladen und eins extra.
dann würde ich das langsam mal in die Hand nehmen. Bin unterwegs. Oh, Schnauze voll. Was ist dabei? Ah. Wer hat die Schrott mitgenommen? Ja, warum auch nicht? Eine gültige Waffe. Im Geschütze gut. Wir sind keine Partisanen. Wenn man damit im Gebüsch hockt und wartet, bis Collies kommen, kann man die gut abschießen. Ja. Ja, ich weiß. Er muss ja rennen. Das ist ja. Wenn er die Rampe hochgeht und dann einfach geradeaus die Rampe weiterlauft, da ist eine Ruine von so einem Herrenhaus. Da hocken, da haben sie aber noch nicht drin. Ah, wir sammeln uns erstmal an der großen Steilwand, ne? Einfach stumpf Richtung Osten. Wenn wir dann an der großen Mauer sind, dann warten wir erstmal, bis alle zusammenfinden. Wie viele fehlen noch? Außer mir. Naja, du fehlst halt noch. Mhm. Wenn man hier mal rüberkommt. Du hast nur eine Pistole, Moja, ne? Ja. Alles klar. Ich mach ein bisschen Economy. Ja, Eco-Runde und so. Also Rampe hoch, geradeaus und altes Herrenhaus, korrekt? Genau. Alles klar. Wer hat da gerade irgendwas gezogen? Also zerschossenes Herrenhaus. Das ist Moja, ich hab auch Ohren, danke. Ach, okay, das ist ein... Moin. Ich bin hier gerade komplett lost. Bist du einfach Richtung Osten gelaufen? Mehr oder weniger, ja. Ich bin hier über eine Straße gelaufen, aber ich glaube... Ach, da ist die Wand. Ah. Und der folgst du halt nach Norden. Na ja, gut. Ich dachte, ich war zu weit links. Achso. Dass die Straße schon die Rampe ist. Ja, hab ich. Gut, Schotti nach vorne. Weil Schotti... Moja, hast du eine Schotti? So ähnlich. Mhm. Moja, das hat schon seinen Sinn, nicht vor die Schrotlinde zu rennen. Den Fehler macht er nur einmal. Ah. Nee, glaube ich nicht. Bajonett geht nicht auf die Auto. Hast du dein Zeug, Moja? Ja, habe ich. Halt, dann weiter. Dann verschanzen wir uns. Nee, sobald ihr hier seid, laufen wir weiter. Erstmal sammeln wir bei uns. Das ist. Seid ihr noch oben? Ach, da. Hier, yeah, guck mal. Andere Hälfte vom Haus. Okay. Aber wenn ihr hier jetzt rausguckst, da ein bisschen weiter ins Gebüsch, da ist der Affe dran. Irgendwer hat mein Fernglas geklaut, by the way. Ja, vielleicht von dem anderen Trupp, der da gerade durchkam. Komm gleich wieder. Nichts Sinnvolles da. Kettengeräusche links. Richtung Ost. Jo, Panzer. Oh, ist ein Silverhand geklauter. Outlaw, aber macht nichts. Oder Outlaw. So, dann einmal zum Chef. Panzer dreht oben. Copy. Dann bleib ich im Haus. Bleiben. Kontakt. Rechts vom Haus. Richtung Westen. Och, ist das ein tolles Spiel. Kommt hoch, Packer, und die hinter dir. Hat mich nicht gesehen. Dann gib ihn.
Ja, ist aber runtergesprungen. Nee, unser Staff Sergeant, die hat die. Bleibt ihr noch da oder geht ihr weiter? Wir rücken einfach nach. Weil sonst speichern wir nicht mehr ein ganzes Aufmunitionierer hier. Ja. Ich nehme noch eine herrenlose Handgranate mit. Wo? Habe ich schon. Willst du die haben? Nee. Pack ich sie nee. Nee, nee, nimm mal. Nee, nee, nee. Ich dachte, es gibt genug für alle. Nee, leider nicht. So. Dann. Es ist nur noch eine Maschinenpistole da. Nein, keine mehr. Okay. Außerdem mag ich das Auto-Rifle ganz gerne. Also, wann hast du die Aktion gerade eigentlich überlebt, oder? Ja. Als der Panzer kam, habe ich schon einen auf der Straße platt gemacht. Ach so, weil ich bin jetzt hier noch an diesem kaputten Haus. Ja, wir sind nur zwei Häuser weiter. Okay, ich rücke nach. Ich halte die Treppe, das, was man Treppe nennen kann, den Aufweg. Rampe. Oder Rampe. Warum wirst du denn jetzt garstig, Moja? So unleidig. Ja, Auto Rifle hat halt den Vorteil, kann beides. Ne, kann halt Vollauto und Single Shot. Und hat dann halt ein bisschen mehr Reichweite als MP. Mords- und Häuserkampf wäre in der MP technisch gesehen besser, stimmt, aber von den Auto Rifles haben wir halt noch mehr. Bitte? Nee, ich hab mit meinem Charakter gesprochen. Ach so. Also fließt klettern. Wollt er nicht? Nee. Warum gucke ich nach links und nach rechts, wenn ich über die Straße renne? Irgendwas stimmt da mit mir nicht. Du bist halt Deutscher. Du wartest war auch in einem fremden Land an der roten Ampel, wo alle anderen drüber gehen. Sicher. Auch wenn nichts kommt. Ja, vielleicht brauchst du einen bestimmten Schein dafür. Kommt ein Fahrzeug. Da kommt die Moja. Tempo. Ja, yep, bist du tot? Nein. Moja, solange du am Kompass oben den gelben Pfeil noch siehst, lebt er noch. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu euch kommt. Naja, wir warten hier am Haus. Ja, kommt die Straße runter. Alles klar. Das ist ein Kap. Kommt auch Infanterie jetzt viel aus Süd. Jo. Zwei, drei, vier Leute. Gehen wir weiter vor dem Trecker. Ja, alles klar. Gut nach. Da rennt einer, da rennt einer. Rennt einer? Ich sehe ihn. Ja. Ach da, ja, erkannt. Kann nur noch nicht wirken. Ja. Ins Haus gegangen. Da kommt einer hoch. Ja, von uns. Nee, 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 du. Von nee, nee. Achtung, Fahrzeug. Ja. Jeep. Naja, kommen noch welche? Naja, komm, dann steig doch aus. Das ist übrigens das Jeep mit Intel, ne? Die sehen euch denn. Ex. Happy Jones. Hast du keine Gasmaske gehabt, Moja? Vielleicht waren es auch die drei Infanteristen und. Ah, fuck, sie haben mich. Marco, wo steckst du? Ich bin hinter dir. Komm auf die rechte Flanke. Kurz 5 Minuten AFK. Ja, okay, ich spiele nicht mehr MG, da bin ich zu langsam. Verbündete von hinten. Hallo. Enemies ahead, watch out. Hello. Alright, alright. Okay, hier auf der rechten Seite ist deine Shotty. Pass auf, hier um die Ecke. Ja. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Da ist aber noch einer. Es ist so lächerlich, ne? Was mache ich bitte falsch? Du spielst Warden Infanterie. Richtig. Colli. Meiner persönlichen Meinung nach sind Colli Infanteriewaffen ein bisschen umfiger als unsere. Oh, Foxhole ist gecrashed. Interessant. Hatte ich noch nie.